Etwa 300 Personen nahmen an der Auftaktkundgebung zur kritischen Begleitung des Transports des Stuttgart 21 Tunnelbohrers teil. Die Polizei sprach von 250 Teilnehmern. Weil die Arbeiten an Stuttgart 21 gegenüber den ursprünglichen Zeitplänen weit zurückliegen, ist die Tunnelbohrmaschine derzeit im Kehler Rheinhafen eingelagert. Die 2100 Tonnen schwere und 120 Meter lange Maschine wird in Einzelteile zerlegt nach Stuttgart transportiert. Dort soll sie für den Filtertunnel eingesetzt werden. Einen kritischen Tunnelabschnitt, weil dieser unter anderem durch Gipskäuber führt. Dringt Wasser in diese Schichten ein, dann quellen diese Schichten auf und der Boden hebt sich. Es droht in Stuttgart eine noch größere Katastrophe als in Staufen. Der Protestmarsch führte vom Bahnhof über den Marktplatz zum Rathaus und von dort über den Altrheinsteg bis zur Passerelle. Der Demozug und insbesondere das imposante Transparent führten zu viel Aufmerksamkeit bei Passanten aus Deutschland und Frankreich. Das Transparent stellt den Bohrkopf der Tunnelbohrmaschine in der Hälfte des Originaldurchmessers dar. In der Mitte der Passerelle fand die Kundgebung statt. Herzlich willkommen, ihr Mitstreiter aus Stuttgart. Herzlich willkommen, ihr Mitstreiter aus Baden. Unsere elsässischen Freunde und Gleichgesinnte, herzlich willkommen, die Vertreter der Presse. Michael Kaufmann verwies noch einmal auf den Grund der Kundgebung. Direkt hinter dem magistralen Teilstück und der Europabrücke liegt der Kehler Rheinhafen. Und dort, genau dort, ist der Grund unserer Kundgebung eingelagert. Ein riesiges Glanzstück, Monster von Tunnelbohrmaschine, herrenknechtscher Ingenieur- und Metallbaukunst. 120 Meter lang, 10 Meter Durchmesser, 2100 Tonnen Stahl sollen über 60 Kilometer Tunnel unter unsere Hauptstadt Stuttgart durch schwierigste, unkalkulierbare geologische Verhältnisse bohren. Und er betont, dass die Bewegung gegen Stuttgart 21 den Transport der Tunnelbohrmaschine nach Stuttgart begleiten wird. Diese Bewegung für den Erhalt und Ausbau des Stuttgarter Kopfbahnhofes wird diesen Tunnelbohrertransport über den gesamten Weg kritisch und mit viel Engagement begleiten. Er wendet sich in seiner Rede auch direkt an den Hersteller der Tunnelbohrmaschine. Lieber Herr Herrenknecht, wir haben bestimmt nichts gegen Sie oder Ihre Firma. Wir haben nichts, nein, man kann gegen eine Firma nichts haben. Wir haben nichts dagegen, wenn Ihre Produkte profitorientiert, aber zumindest sinnvoll, nicht schädigend eingesetzt werden. Wenn aber größte Risiken, Gefahr für Leib und Leben, dem Profit untergeordnet werden, wenn der kritische Bürger aus politischem, wirtschaftlichem Kalkül ignoriert und in die kriminelle Enge gedrängt wird, dann kriegen Sie aber im Besonderen Ihre Auftraggeber und politischen Freunde uns nicht los. Sodom, Sodom, in Sodom und in Gomorra ist mir fromm, da seid der König von Gomorra. Wir graben jetzt ein Tunnel mit der Eisenbahn auf Sodom Ra in 10 Minuten, das wird schnell so. Hans Heidemann befasst sich mit dem Thema Hochwasser im Zusammenhang mit Stuttgart 21. Er verweist auf Widersprüche in den Planfeststellungsunterlagen. Im Planfeststellungsbeschluss steht wörtlich drin, das Hochwasser müsste dann schon 7,50 Meter über das heutige Normalwasser des Neckars ansteigen und das könne man ja wohl auf die nächsten 1000 Jahre ausschließen. Dabei haben sie sich hier selber in die Tasche gelogen. Diese 7,50 Meter beziehen sich auf einen Wasserstand, der dort angegeben ist im Neckar mit 217, noch was Meter über Normalnull. Das, und zwar im Bereich Untertürkheim, also das Unterwasser. Wer aus Stuttgart ist, weiß,
das zwischen Unter- und Obertürkheim, die Obertürkheimer Schleuse mit dem Wehr ist. Und dass wir dort, ich schätze mal, wenigstens 4 Meter Höhenunterschied haben. Das heißt, das Oberwasser liegt deutlich höher. Und deswegen muss man da schon mal die 4 Meter abziehen. Übrigens, in dem Schnitt, in dem Längsschnitt der Tunnelunterquerung durch den Neckar ist als Normalwasserstand 219,13. Das ist schon mal 2 Meter höher eingetragen. Also diese Unterlagen, wie sie im Planfeststellungsbeschluss zugrunde liegen, die sind in sich widersprüchlich und damit auch nicht glaubwürdig. Er wies darauf hin, dass der Tunnel laut Planfeststellungsbeschluss geflutet werden muss, wenn die Grundwasserbegrenzungslinie überschritten wird. Der euch wohl allen bekannte Projektsprecher Dietrich hat mal erklärt, dann fährt aber längst kein Zug mehr. Das mag wohl wahr sein, aber dann fährt eben auch kein Zug mehr. Und dann ist der Stuttgarter Tiefbahnhof, der doch so hochgelobt ist wegen seiner Leistung, er soll ja die doppelte Leistung erbringen, der wäre dann auf Wochen hin lahmgelegt, denn in Richtung Unter-Obertürkheim kann dann überhaupt kein Zug mehr fahren. Und das nicht nur die paar Stunden, die das Wasser drin ist, sondern man muss ja anschließend das Wasser wieder abpumpen und man muss das alles wieder sauber machen. Und das ist nicht über Nacht passiert, das ist doch wohl auch jedem klar. Er weist auch auf die besondere Kessellage von Stuttgart im Zusammenhang mit Sturzregenereignissen hin. Zum einen wird durch Stuttgart 21 die Abflussleistung der Abwasserkanäle reduziert und zum anderen verhindert der quer im Tal liegende Bahnhof ein Abfließen des Oberflächenwassers. Der Nesenbach ist in der Hinsicht heimtückisch. Allein im letzten Jahrhundert war 1938 eine schwere Überschwemmung, 1965, 1966, 1972, wo alle Unterführungen dann 2 Meter hoch unter Wasser gestanden sind. Des Tunnel wird hell, da freit sich der Buhr über Lichtauge aus Glas. Der Betodeckel deckt mal mit Dreck zu und da wächst wieder ein schönes Gras. So dumm, so dumm, so dumm, in Sodom und in Gomorra, da ist man fromm. Sabine Leidig weist aus aktuellem Anlass auf das gescheiterte Drohnenprojekt der Bundeswehr hin. Und das ist eigentlich überhaupt nicht von Belang, ob ein Minister früher oder später gewusst hat, dass dieses Projekt nicht realisiert werden wird in der geplanten Form, sondern das Entscheidende ist, dass da 500 Millionen Euro für große Projekte ausgegeben werden, die nicht nur unnötig sind, sondern die im wahrsten Sinne zerstörerisch und tödlich sind. Im Zusammenhang mit Stuttgart 21 berichtet sie von einem aktuellen Zeitungsartikel über ein Tunnelprojekt an der A4 in Thüringen. Der Tunnel sollte ursprünglich 2012 fertiggestellt werden. Die bisherigen Kosten sind doppelt so hoch wie geplant. Ein Ende des Baus ist nicht absehbar und die Gesamtkosten können nicht mehr beziffert werden. Die Ursache liegt in einer nicht ausreichenden geologischen Untersuchung des Baugrundes. Es kam unter anderem zu Wassereinbrüchen. Brunnen versiegen und der Talhang sich entwässert und es sozusagen völlig unklar ist, wie man dieses Bauwerk fertig kriegen soll, was ein Mini-Bruchteil von dem Tunnel bedeutet, der in Stuttgart geplant ist. Sie gratuliert der Stuttgart 21-Bewegung zu dieser Kampagne und stellt in ihrer Rede die Zusammenhänge zwischen Stuttgart 21, Blockupy und der europäischen Krise und auch zu den Protesten in der Türkei her. Und ich finde, das Herrenknecht zu markieren eine richtig gute Fortsetzung dieser Idee und dieses Impulses ist. Und von daher finde ich, dass hier jetzt auch sozusagen die Fortsetzung von Blockupy so ein bisschen sichtbar wird. Sie macht deutlich, dass es bei der Bürgerbewegung um Stuttgart 21 um weit mehr geht als um einen Bahnhof. Dass diese Bürgerbewegung gegen Stuttgart 21 ein ganz wichtiger Kristallisationspunkt ist in unserem Land für die Auseinandersetzung um Demokratie, für eine neue Qualität von Demokratie und für die Frage, wie wir eigentlich in Zukunft leben wollen. Ihre Rede ist vor allem eine Aufforderung an die Bürgerbewegung, weiterzumachen, nicht aufzugeben
und sich mit anderen Gruppen auf der ganzen Welt zu vernetzen. Also mit diesem Horizont finde ich es auch eine wirklich ausgezeichnete Initiative, die jetzt hier die Runde macht. Wehrt euch und vernetzt euch, also Volker Lösch, Walter Siedler und die Freunde, die hier ja auch schon die ein Rückgrat auch der Bewegung sind, haben diese Initiative angestoßen. Ihr werdet am 15. Juni eine Großdemo haben, da werden Leute dazukommen. Und es wird, das habe ich jetzt gehört, eine Live-Schaltung auf den Taksim-Platz nach Istanbul geben. Ja. Auch dort findet eine Auseinandersetzung um Demokratie statt. Zwischen dem bestehenden Kopfbahnhof in Stuttgart und dem Atatürk-Kulturzentrum gibt es auch einen Zusammenhang ganz anderer Art. Also die Geschichte dieses Bauwerks, zudem heißt es, dass es lange Zeit gebraucht hat, bis es fertig war. Und dann heißt es hier, der 1943 in die Türkei emigrierte deutsche Architekt Paul Bonatz, der Schöpfer des Stuttgarter Hauptbahnhofes, baute dann 1947 erst ein Opernhaus in Ankara, bevor er 1953 an den Plänen für dieses Kulturzentrum in Istanbul mitwirkte. Zum Schluss Ihrer Rede folgt noch ein Aufruf an die Bürgerbewegung. Also, mein Appell, macht weiter, vernetzt euch, wehrt euch und ich werde euch nach Kräften unterstützen. Danke. Unser Bächle kommt in ein Rohr rein, die alte Weide pflanzt mir um. Zwischen der Stadt muss auch kein Moor sein, wir bombern's ab, wir sind doch nicht dumm. So dumm, so dumm, so dumm, in Sodom und in Gomorra ist mir fromm. Dass das Vernetzen teilweise bereits gut funktioniert, zeigt das Grußwort aus Frankreich. Nous vous remercions de votre action de soutien le 11 mai. Pendant notre chaîne humaine, où nous étions plus de 30 000 à entourer les champs et les forêts qui doivent être détruits pour l'aéroport. Ja, wir bedanken uns für eure Solidaritätsadresse vom 11. Mai, als wir in Notre-Dame-des-Landes eine große Menschenkette gemacht haben. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war sie 25 Kilometer lang. Das ist jetzt ein Zusatz von mir. Und es gab eine Solidaritätsadresse in Stuttgart bei der Laufdemo in Stuttgart unter Turkheim. Das war nämlich am selben Tage. Et nous vous soutenons aujourd'hui dans cette manifestation contre le passage du tonnelier et pour toutes les autres actions contre la gare. Ja, und wir unterstützen euch heute gegen den Transport der Tunnelbohrmaschine und bei allen anderen Aktionen, die noch folgen werden. Christo wies auf das dritte Forum gegen unnütze, aufgezwungene Großprojekte vom 25. bis 29. Juli in Stuttgart hin und auf die Konferenz am 3. und 4. August in Notre-Dame-des-Landes gegen unnütze Dinge in der Landwirtschaft mit Diskussionen und Konzerten. Wer zweifelt nur an der Notwendigkeit, an der Genialität von dem Projekt, am Nutzen von der Hochgeschwindigkeit und dem Bio- und Öko-Aspekt? So dumm, so dumm, so dumm, in Sodom und Gomorra sind wir fromm. Eisenhardt von Löper übte Kritik an dem Vorgehen der Justiz. Je mehr wir erleben mussten, dass die Justiz zwar eifrig Menschen bestraft, die sich unter hohem persönlichem Einsatz für das Gemeinwohl einsetzen, aber nicht bereit sind, sich mit den Mächtigen und mit dem großen Geld anzulegen. Desto mehr sind wir uns einig, dass es ein moralisches Recht auf zivilen Ungehorsam gibt. Der sprach auch die Kostenexplosion bei Stuttgart 21 an und dass dieses Projekt unwirtschaftlich ist und heute nicht mehr begonnen würde. Er kritisierte auch die angesetzten Ausstiegskosten als absurd. Wie absurd das ist, liebe Freundinnen und Freunde, möchte ich an zwei Beispielen sichtbar machen. 1,1 Milliarden betreffen allein von der Bahn jetzt eingeräumte eigene Fehlkalkulation, für die der Vorstand einstehen müsste.
und 548 Millionen Euro wurden für den Fall des Ausstiegs mit 30% des Restauftrags angesetzt. Das heißt, mehr als eine halbe Milliarde Euro Kosten für vorzeitig abgeschlossene Ingenieur- und Bauverträge ohne jede Gegenleistung. Die Bahn erklärt sich selbst für blöde. Auch er rief zu einer kritischen Begleitung der Tunnelbohrmaschine auf, mahnte dabei jedoch zur Besonnenheit. Als Anwalt bin ich ein sogenanntes Organ der Rechtspflege und als solches verweise ich darauf, dass jeder letztlich selbst für sein Verhalten einstehen muss. Ich wünsche mir mit euch, dass wir einen zivilen Widerstand gegen das Bohrerprojekt hinbekommen, bei dem sich jeder so einbringen kann, wie er es für richtig hält oder wie er sich traut. Wir bewundern die Mutigen, die große Risiken auf sich nehmen. Aber wir wollen Aktionen machen, die allen ermöglichen, mitzumachen, auch ohne Helden zu sein oder sich als Helden zu verbrennen. Wenn man jetzt unserem König etwas traut, wird man gestraft, und zwar ziemlich schwer. Wenn man jetzt das Tunnel nicht baut, wird man abgehängt vom Fernverkehr. So dumm, so dumm, so dumm, in Sodom und Gomorra sind wir fromm. Zum dritten europäischen Forum gegen unnütze, aufgezwungene Großprojekte sprach Mike Pflugrath. Er erklärte das Symbol des weißen Elefanten. Er wird in der Entwicklungspolitik für Projekte, die unnütz sind, Haufen Gelder verschlingen, undemokratisch zustande gekommen, als unnütz bezeichnet und als mit dem Symbol des weißen Elefanten. Er verwies darauf, dass es einen regen Austausch mit anderen Bewegungen in Europa gibt und dass das dritte Forum in Stuttgart die konsequente Fortsetzung ist. In seiner Rede analysiert er auch die Hintergründe, warum europaweit immer wieder unsinnige Großprojekte durchgeführt werden und warum diese kaum gestoppt werden können. Wir haben die Erkenntnis gewonnen, dass das S21-Projekt bisher nicht gestoppt wurde, weil aus der Sicht aller Projektbefürworter feststeht, Massenproteste dürfen nicht die Macht bekommen entgegen einer wirtschaftlich-politischen Entscheidung. Und genau das wäre bei einer Beerdigung des Stuttgart 21-Projekts der Fall. Er schlägt den Bogen zu den Protesten in der Türkei. Die ECE, ihr kennt sie aus Stuttgart, und die türkische Akasya Group wollen gemeinsam den Akasya Park im Ranje realisieren. Sie wollen es realisieren und ein Shopping Center errichten. Dazu kann man bemerken, ECE ist in Europa der größte Shopping Center Marktführer. Die Geschichte von ECE lässt sich auf der Webseite von ECE sehr gut nachlesen. Ursprünglicher Gründungsvater war Werner Otto vom Otto-Versand. Sein Sohn Alexander Otto führt jetzt diese Projekte von ECE. Er erläutert auch die Notwendigkeit der Vernetzung der Bürgerbewegungen innerhalb und außerhalb Europas. Wenn die Konzerne international agieren, dann ist es notwendig, dass auch die Menschen sich über Ländergrenzen hinweg verbinden und solidarisieren. Und in seiner weiteren Rede erklärt er, worum es beim dritten Forum konkret geht. Und mit dem europäischen dritten Forum wollen wir die Frage nach den Möglichkeiten der Solidarität anhand von Praxisbeispielen konkret werden lassen. Wir wollen auch mit Konflikten und Hierarchien in der Zusammenarbeit aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen, Lebensweisen und Ressourcenverteilung umgehen lernen. Der hohe Priester spricht, es ruht ein Segen vom lieben Gott überm Tunnel. Und wer dagegen spricht, der schürt den Staatsbankrott. So dumm, so dumm, so dumm, in Sodom und Gomorra sind wir fromm. Ja, in Sodom und Gomorra sind wir fromm. Gegen Ende der Versammlung folgen noch Grußworte von Walter Sittler. Er findet die passenden Worte und wird hierfür mit viel Beifall bedacht. Und ein weiteres Grußwort von Henning Zierock vom Alter Summit aus Athen. Es geht nicht um die Abschaffung der demokratischen Gesellschaft, sondern um die friedliche und ehrliche Entwicklung hin
zu einer wirklich demokratischen Gesellschaft von den Bürgern, für die Bürger und durch die Bürger. Herzliche Grüße, Walter Sittler. Oben bleiben! Solidaritätsgruß aus Athen nach Kehl zur heutigen Demo auf der Brücke Kehl-Straßburg. Und jetzt schreibt er noch, Imaste Dio, Imaste Dries, Imaste Kili de Catrice. Wir sind zwei, wir sind drei, wir sind Tausende und drei und wir weichen nicht. Und dann steht in Klammer, bitte singen. Das kann ich leider nicht, aber wenn der Hennings nächste Mal da ist, dann wird auch gemeinsam wieder gesungen. Imaste Dio, Imaste Dries, Imaste Kili de Catrice. Danke. Wer es glaubt, wird selig. Wer es glaubt, der kriegt einen Preis. Aber ich glaube allmählich, es ist ein Granatenmäßiger. So, Sodom, 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 in Sodom und Gomorra, da sind wir froh. Da in Sodom und Gomorra sind wir. Da in Sodom und Gomorra sind wir. Oder sind wir et? Was auch et? Danke. Leute, das war's. Das war die erste, die Kundgebung für den Auftakt. Damit ich niemanden vergesse, bedanke ich mich einfach bei euch allen, egal wer immer auch dabei war, wer mitorganisiert hat. Danke an die Stadt Kehl, dass sie uns so freundlich aufgenommen hat. Die Versammlung ist hiermit beendet. Viel Spaß noch heute Nachmittag. Applaus